Die Steinhardt Ocean Serie ist bekannt dafür, eine unglaubliche optische Nähe zur Rolex Submariner zu haben. Was mir immer sehr gut gefallen hat, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Steinhardt. Am Arm hat sich die Uhr bei mir nie wohl gefühlt. Seitdem es die 39mm Variante gibt, bin ich immer neugierig gewesen, wie sie sich anfühlt. Jetzt konnte ich eine sehr günstig erwerben und möchte sie euch in diesem Video einmal im Detail vorstellen. Bevor es richtig losgeht, eine Sache vorab. Für mich ist die Steinhardt kein Fake, weil es steht nicht Rolex drauf, sondern Steinhardt. Und es gibt genug Unterscheidungsmerkmale, sowohl was die Ziffernblattgestaltung als auch die Gehäuseform und das Band betrifft. Es ist eine Hommage an ein bekanntes, nicht mehr geschütztes Design. Wer damit Probleme hat und mit Steinhardt Probleme hat, weil sie dieses Design aufgreifen, der steigt am besten an dieser Stelle aus dem Video aus und freut sich auf die nächsten Videos. Alle anderen, die mit Hommagen kein Problem haben, lade ich gerne ein, sich dieses Video und mein Review anzuschauen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute zeige ich euch die Steinhardt Ocean 39 mit der grünen Aluminiumlünette, also die günstigste Variante der grünen Ocean 39. Ich zeige sie euch wie gewohnt als Review der Uhr, habe aber am Ende des Videos noch eine kleine Überraschung für euch, ein neues Format, was ich einmal testen möchte. Es lohnt sich also bis zum Ende dran zu bleiben. Und wenn ihr keines dieser Reviews und auch das zukünftige Format nicht verpassen möchtet, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und ihr seid absolut auf der sicheren Seite. Und jetzt geht es direkt zur Steinhardt. Die Steinhardt Ocean 39 ist eine sehr schöne Uhr mit einem wirklich sehr angenehmen Durchmesser. Wenn ich sie an mein 17 cm Handgelenk packe, dann liegt sie sehr, sehr angenehm am Arm. Die Hörner stehen bei dieser Ansicht nicht über, sie drückt nicht, wirklich eine ideale Größe für mich. Die Steinhardt Ocean 39 in Grün hat einen Durchmesser von 39 mm und ist damit eine Uhr in einer mittleren Größe, die sowohl von Damen als auch von Herren meiner Meinung nach sehr gut getragen werden kann. Die Uhr wird angetrieben von einem ETA 2824-2 bzw. einem Sellita SW200, je nach Verfügbarkeit. Bei beiden Werken wird die Qualitätsstufe Elaboré oder das entsprechende Äquivalent verwendet. Die Uhr hat eine Höhe von 13 mm und man kann hier ganz gut sehen, dass sich diese Höhe auf drei Ebenen fast gleich verteilt. Der Boden steht ziemlich heraus. Dann haben wir eine optisch schmale Seitenflanke und die überstehende, hochstehende Lünette. Die Uhr hat eine Bandanstoßbreite von 20 mm und wiegt mit dem Band in voller Länge 170 Gramm. Das plane Saphirglas ist mit einer Anti-Reflexionsschicht versehen und die Uhr hat auf den Zeigern und den Indizes BGW9 als Leuchtmasse. Die Krone ist mit einem Kronenschutz versehen und verschraubt. Und die Lünette lässt sich mit 60 Klicks in eine Richtung drehen. Die Datumslupe ist etwas, was man mögen muss von der Optik her. Ich muss gestehen, die Funktion schätze ich zunehmend mehr. Das Band verjüngt sich von 20 mm am Anstoß auf 16 mm an der Schließe. Auch das ist eine Optik, die etwas ungewöhnlich ist und manche finden eine 16 mm Schließe und ein 16 mm Band am Arm
etwas zu dünn. Ich persönlich finde es ausgesprochen komfortabel zu tragen. Die Uhr ist bis 300 Meter wasserdicht. Die Glieder sind verschraubt und die Schließe ist nicht gebogenes Stahlblech, sondern massiv und gefräst. Es gibt keine Tauchverlängerung, aber vier Löcher zur Feinverstellung. Was kann ich zu der Uhr sagen? Also zum einen, ich habe die Uhr gebraucht gekauft, das heißt, sie hat gewisse Spuren des Lebens. Man kann das hier unten am Rande der Lunette bei 30 sehen. Und auch ansonsten gibt es vereinzelte Spuren auf der Aluminiumlunette. Auch die Seitenflanke hat einige kleinere Spuren. Und auch die Schließe, selbstverständlich, hat einige Spuren des Lebens. Damit kann ich sehr gut leben. Ich habe für die Uhr gebraucht 250 Euro bezahlt als Test, ob ich mit der Uhr gut klarkomme oder nicht. Die Zeiger und auch die Indizes sind sehr schön gemacht, nicht nur bedruckt, sondern mit einem Stahlrahmen und dann mit Leuchtmasse gefüllt. Das Ziffernblatt selber changiert zwischen tiefschwarz und einem leichten dunklen Grauton, was damit zu tun hat, dass das Ziffernblatt matt und nicht hochglänzend poliert ist und nicht lackiert ist, sondern es hat eine etwas matte Struktur. Steinhardt ist ein Spalter, über den es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, ich möchte dazu auch ganz kurz meine Meinung sagen. Eine Uhr, die 395 Euro kostet, in einer Ausführung, die ein Schweizer Uhrwerk hat, ein ETA oder ein Selita Uhrwerk, eine Firma, die in Deutschland ansässig ist, da kann man für 395 Euro definitiv nicht die Qualität einer Uhr erwarten, das 3, 4, 5 oder 10-fache kostet. Das muss man einfach sagen. Auch bei dieser Uhr kann man sehen, dass die Indizes auf der Lünette nicht immer 100%ig mit den Indizes auf dem Ziffernblatt übereinstimmen. Hier bei 5 Uhr kann man es ganz deutlich sehen, dass der Lünettenindex eine halbe Minute neben dem Ziffernblatt liegt und bei 7 Uhr ist der Abstand deutlich geringer. Die 50 passt wieder, die 11 passt auch fast. Es ist insgesamt leicht verschoben, es gibt keine exakte Rasterung, bei der alle Indizes auf der Lünette mit denen auf dem Ziffernblatt übereinstimmen. Diesen Kritikpunkt habe ich oft gehört und habe ihn auch hier wiedergefunden. Das muss man sagen. Ich finde es aber im Rahmen einer Uhr für unter 400 Euro mit den Spezifikationen akzeptabel. Das Gehäuse hat die Form, mit der ich bei der 42 mm Variante nicht glücklich geworden bin. Mit der 39 mm Variante, darüber werde ich in einem separaten Video berichten, wie sie sich trägt und wie zufrieden ich damit bin. Die Lünette rastet sauber, aber ich muss mich ein klein wenig anstrengen, dass sie sich auch dreht. Sie tendiert dazu, etwas durchzurutschen, beziehungsweise die Hände rutschen etwas durch. Die Griffigkeit ist nicht so groß. Es sieht gut aus, es glänzt, aber es ist nicht so scharf und so präzise gearbeitet, dass sie in jedem Fall greift. Ähnliches gilt für die Krone. Sie hat einen Kronenschutz. Ich finde die Kronenform
sehr interessant und schön gemacht. Die Krone ist auch signiert, aber sie ist weniger griffig als bei anderen Uhren, die ich habe. Ich muss gleich wahrscheinlich sogar die Handschuhe ausziehen. Nein, es geht jetzt gerade. Also die Krone ist ein bisschen fummelig für mich. Alles im akzeptablen Rahmen. Ich will es nur erwähnen. Hier sieht man nochmal den Abrieb auf der Lünette. Das hier ist die Aluminiumlünette. Bei einer Keramiklünette sollte das entsprechend nicht passieren. Wenn wir über die Qualität der Gehäusefertigung sprechen, müssen wir uns einmal die bearbeiteten Flächen anschauen. Die gebürsteten Teile sind sehr sauber und fein gebürstet, das gefällt mir sehr gut. Und auch die polierten Seitenteile finde ich sehr ordentlich gemacht. Leider sind die Übergänge von den polierten auf die satinierten Teile nicht sehr scharfkantig und nicht so definiert wie bei teureren Uhren. Würde diese Uhr 1000 oder 1500 Euro kosten, würde ich hier eine deutlich höhere Qualität erwarten. Die Steinhardt Ocean 39 bei Nacht. Wir machen erstmal die erste Videoleuchte aus. Und dann machen wir die zweite Videoleuchte aus. Und haben das Nachtbild der Steinhardt Ocean 39. Ich finde, sie ist wirklich gut ablesbar. Mir gefällt die blaue Lume. Und auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln wirklich sehr gut ablesbar. Durch das Dreieck auf der 12 Uhr Position und die fehlende Leuchtmarkierung dort, wo das Datum ist, ist auch die Ausrichtung des Ziffernblattes jederzeit gut zu erkennen. Ja, welche Varianten gibt es? Allein zu der grünen 39 mm Version gibt es drei Varianten. Wir haben einmal hier die 39 grün mit schwarzem Ziffernblatt und grüner Aluminiumlünette für 395 Euro. Es gibt die gleiche Variante mit einer Keramiklünette für 440 Euro. Und es gibt die Premium-Version als Double Green mit grüner Keramiklünette und grünem Ziffernblatt für 590 Euro. Die 39 mm Varianten der Steinhardt Ocean Serie gibt es auch mit schwarzer Lünette, mit blauem Grundton, mit pinkem Grundton, mit Perlmutt, mit grauem Grundton in Braun. Für Männer, für Frauen eine unglaublich große Breite, die sich alle in dem Bereich von 395 Euro bis um die 600 Euro bewegen. Eine ähnliche Modellvielfalt gibt es dann auch für diese Modelle in 42 mm. Und ich hatte gesagt, dass ich euch am Ende des Videos noch einen kleinen Bonus verspreche. Ja, ich bin der Meinung, wenn man eine Uhr wie jetzt hier vorstellt, ist es eine Momentaufnahme und sagt eigentlich nichts über den echten Tragekomfort aus. Deswegen habe ich mich entschieden, diese Uhr eine Woche lang ununterbrochen 24 Stunden am Tag zu tragen und darüber ein Videotagebuch, ein Vlog zu machen. Das habe ich euch da oben verlinkt, beziehungsweise verlinke es, sobald das Video online ist. Ich werde morgens eine kurze Aufnahme machen, abends eine kurze Aufnahme, dazwischen eine kleine Aufnahme von meinem Alltag, die Uhr in Alltagssituationen und das Ganze eine Woche lang mit meinem Eindruck zu der Uhr, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Ich mache das Ganze ohne großen Aufwand, das heißt ohne Lichtzelt und auch ohne Stativ teilweise, einfach Freihand, so wie es mir passt. Lasst doch bitte einen Kommentar unter diesem Video und dem Vlog-Video, ob euch das gefällt, denn ich erwarte, dass das relativ viel Aufwand ist und würde den auch nur beibehalten, wenn ihr das mögt. Bin sehr gespannt, was ihr dazu schreibt. Vielen Dank, dass ihr in mein Video reingeklickt habt. Ich hoffe, ich konnte euch einige Aspekte an der Steinhardt Ocean 39 zeigen,
die ihr so noch nicht gesehen habt oder noch nicht in der Art und Weise, wie ich sie euch gezeigt habe. Für mich ist die Uhr ein Keeper. Sie wird in dieser oder einer anderen Variante in meiner Sammlung bleiben, weil sie einfach unglaublich angenehm am Arm ist und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her für mich unschlagbar. Ich freue mich sehr darauf, euch meinen Vlog, mein Videotagebuch zu zeigen und hoffe, es gefällt euch ebenfalls. Bis dahin, tschüss, euer Axel.